So, mal gucken, wie es da draußen aussieht. Mo? Kann man so lassen, ne? So. Da ist schon einer wach. Hä? Oh, der hat schon Salat gemacht heute Morgen, ja. Salat. Ach, du bewachst den Salat. Okay. Ich hätte einen der Teddybären dann rausgesetzt, die hätten das auch machen können. Ja, jetzt sitzen wir hier so und gucken auf Timos Tournee und haben so, was soll ich mal sagen, den Wunsch, dass er gleich mit zwei Tellern Pancakes da so rauskommt und uns die gibt. Das würde ich begrüßen. Das hätte man, ne? Aber ich fürchte, es gibt noch nicht mal einen Kaffee. Es wird noch nicht mal einen Kaffee geben, ja. Wäre Jens doch die bessere Wahl gewesen, ne, mitzunehmen, oder? Dann hätten wir jetzt Rösti. Aber gut, dafür hat er vorgestern Abend lecker gekocht. Ja. Aber die Pancakes, die waren schon lecker auf der Wallis-Tour, die er gemacht hat. Mit Wurst. Mit Wurst? Der hatte Wurst drin, so Würstchen. Also eine vegane Variante und eine, war sehr lecker. Ja, wir hatten gerade so die Vision, du kämst gleich mit zwei Tellern Pancakes für uns beide um die Ecke. Ach so. Ohne Eier, ohne Mehl, ohne... Was möchtest du mal, Junge? Eier habe ich, Mehl habe ich, Milch habe ich, Butter. Ich auch. Tja, ihr kennt das aus den Comics, wo so eine Blase platzt. So. Keine Pancakes. So, Kaffee und Frühstück. Achso, ja, und Grünzeug haben wir auch noch. Du könntest die Frikadelle in zwei Salatblätter einwickeln. Ich kann es auch lassen. Tomate drin. Alibi. Ja, jetzt wird das Camp aufgeräumt. Boah, der fucking Tisch. Ja, komm, ich mach dir den Tisch sauber. Ey, jammert schon wieder. Sieht aber auch gut aus. Also der Tisch, nicht Kai. Ja, da haben wir ganz gut dran rumgesaut gestern Abend. Ah, komm mal mit. So. Wir haben ja zum Glück Wasser. So wird das langsam. Alles muss man selber machen. Ach, jetzt jammern nicht, bloß weil ich mal die Kamera halte. Machen wir noch trocken, ne? Wie ist der sauber? Glaubst du nicht, dass ich hier einen schmutzigen Tisch mitnehme? Was habe ich? Das ist natürlich eine Schmutzschutzhose. Kai gleich. Ja, und da die Jungs natürlich gestern Abend das ganze Holz verbrannt haben, musste ich dann heute Morgen mal die Kettensäge rausholen. Haben noch Totholz da hinten gefunden. Ja, hier für heute Abend wird es dann reichen. Das Ganze muss ich jetzt natürlich mal klein hacken. Und hier mal wieder ein bisschen unbezahlte Werbung. Diese Fiskars-Tools, die sind echt der Hammer. Und jetzt habe ich noch nicht mal die Spaltaxt, sondern nur das kleine Beil. Für das Geld, wo die das verkaufen. Wahnsinn. Kniend vor seinem Avanti zerhäckselt er jetzt das Holz weiter. Andere Leute gehen sonntags in Kirche und auf die Knie. Und Dirk kniet hier. Yeah! Treffer versenkt. Der Mann weiß, was er macht. So, der Abend wäre gerettet. Wir haben wieder Holz. Und Säge ist auch schon sauber. Wieder verstaut. Echt froh, dass ich das kleine Ding da gekauft habe. Immer noch Akkus laden. Und dann, ja, Tipp von mir immer, nach Gebrauchsöl wieder aus der Kettensäge rausmachen. Wieder zurück in den Kanister. Weil sonst sifft das ganze Auto voll. Das macht dann keinen Spaß.
Jo, im zweiten Versuch mit Anlauf ging's. Aber wie gesagt, das Problem werden wir jetzt in Kürze lösen. Oder wenn das Video läuft, haben wir es schon gelöst mit der Vierkanal-Vollluftfederung. Weil dann habe ich nochmal 12 cm, ja, die ich im Bedarfsfall abrufen kann. Und gerade an der Hinterachse macht das Sinn. Wobei der 550er hier nicht den massiven Hecküberhang hat wie manch anderer TI. Aber ein bisschen mehr Luft an der Hinterachse tut ihm schon gut. Schon gefahren bin. Ups, ein bisschen hell. Moment, war mal dunkel. So. Aber jedes Mal wieder ein Erlebnis. Total geil. Habt ihr den Saurer gesehen, der da eben runterkam? Ich meine, wäre ein Saurer gewesen. Geil. Jo, Bergziehen gibt es hier oben auch. Sogar mit Futterapparat. Tja, und da oben haben wir die neue Gotthardpassstraße. War schon ein paar Mal gefahren. Aber natürlich nicht so beeindruckt wie die Tremolane. Na? Ja? Jo, die Buben sitzen jetzt natürlich genau in der Sonne. Also. Ja, und wer hat hier sein Stofftier dabei? Ich bin's nicht. Wir essen jetzt auch. Boah, und hat sich gleich das gute Marzipan. Da muss man jetzt schnell sein. Ich glaube, es hat nicht mehr viele. Ne? Hast du noch drei drin? Ja, eben, ich sage, er hat nicht mehr. Ja, ihr Lieben, und ich bin dann auch mal wieder in meiner alten Heimat. Bin ja doch schon alt, aber endlich mal wieder am Gotthard. Ja, in der Tat, der Kerl hier, der ist, boah, ich weiß es gar nicht, 2006, 2007 um den Dreh rum. Damals sind wir noch mit unserem Geländewagenclub hier immer die Pässe hoch und runter gefahren. Und auf einer dieser Touren ist dann der kleine Gotthardhund mal irgendwann mitgekommen und ja, war dann im Avanti auch immer dabei und jetzt natürlich im Hümer auch. Und jo, made in China.
So, wir starten jetzt mal mit dem tränenreichen Abschied von Timo. Boah, sind wir gleich mal froh, dass der mal weg ist, ne? Meine Fresse, ey. Die Besten gehen früh. Ja, ja. Only the good die young, ne? Martin, viel Spaß in da, wo auch immer ihr seid. Ja, danke. Ne? Darf sie nicht verraten. Also, wir sagen tschüss zum Bub. Der fährt tschüss. Weg, der bleibt uns noch erhalten. Und wir sehen uns dann da wieder. Da wieder, genau. Genau. Komm gut nach Haus, Bub, war schön. Jo, wie immer. Fahr vorsichtig, rast nicht so. Ich versuch's. Da fährt er hin. Anfang. Doch, mitten durch. Jöp! Ja, eine Sache, die auch zu den Touren mit Kai oder auch mit Jens einfach dazugehört und ja, die für uns eigentlich selbstverständlich mittlerweile geworden ist, ist, dass wir auch Material austauschen, wenn jeweils das Wohnmobil des anderen irgendwo gut in der Szene eingefangen ist. Da gibt es auch bei uns überhaupt kein Konkurrenzdenken. Das ist so eine Sache, die ich mittlerweile auch auf dem letzten Caravan-Salon ein bisschen kritisiert habe. Es kommen immer mehr YouTube-Kanäle, immer mehr Ellenbogen. Und das ist eine Sache, die gibt es zwischen Kai, Jens und mir überhaupt nicht. Und deswegen bin ich jetzt mal das Material am Durchgucken, wo Zottel drauf ist. Und die Aufnahmen seht ihr dann auch bei Travel Camping Living. Also gar kein Problem bei uns. So, wir haben Hunger. Vor allen Dingen wird es gleich kalt. Hier oben. Also gibt es jetzt mal ein Feuer. Ich glaube, das geht gleich wieder aus. Was ein Wind. Tja, ob das bei dem Wind was gibt hier? Ah, es brennt, aber mal gucken. Ob das Birke ist? Ja, sieht nach Birke aus, aber der lag schon lange da, der Stamm. Also das Holz ist. Der Wind ist. Es fliegt alles weg. Und jetzt. Unter erschwerten Bedingungen. Ja. Und alles nicht so toll heute, wie es vielleicht aussieht. Also heute Abend ist das wirklich schwierig, satt zu werden. Aber wir schaffen es. Gleich ist die Sonne weg und dann wird es windstill. Und kalt. Ja, wird schon weniger, merkst du? Ja, aber das Holz macht irgendwie keine Glut. So, lebt schon. Boah, aber wenig. Aber wir sind natürlich auch keine. Ups, ein Anruf. Also, wir haben gerade schon gesagt, ne, wenn wir hier kein Feuer hinkriegen und das sieht danach aus, dann setzen wir uns gleich in den Dicken. Also, Vanlife-Romantik hin oder her, das ist mir dann scheißegal, wenn wir morgen beide krank sind. Macht das auch keinen Sinn. Müsste mal probieren. Sehr geil mit dem Runden. Ach so, ja. Mit Camembert. Aber. Selbst die Fändchen wären nicht richtig warm da unten. Oh. Naja, wir denken ja auch immer an die, die nach uns kommen. Den haben wir jetzt das Holz hier auf dem Parkplatz liegen gelassen. Und ich würde gern Mäuschen spielen, wenn derjenige damit versucht, Lagerfeuer anzuzünden. Dann rumbrüllt, welcher hat das Holz hier liegen gelassen. Also, wenn ihr auf dem Gotthard seid, macht einen Bogen um das Holz. Taucht nichts. So. Gut aus. Gehen wir weiter. Ciao. Ade. Ade. Ich nehme mal an, er kommt wieder. Weil. Boah, ist das windig. Guck mal raus. Und, falls da einer einen Tipp von euch hat, ja, muss ich mich mal beschäftigen. Das Ding scheint auch keine hundertprozentige. Ja, Windsicherung zu haben. Da muss ich mal aufs Dach. Ob es da noch eine Dichtmöglichkeit gibt. Falls ihr da eine Idee habt, schreibt es mal in die Kommentare. Ja, wunderschöner Morgen hier am Gotthard. Kalt. Oh. Keine Ahnung, was wir heute Nacht hatten, aber 4, 5 Grad. Viel mehr werden es nicht gewesen sein. So, 8:45 ist Abfahrt. Das heißt, hier wird jetzt mal aufgeräumt. Ich glaube, Frühstück lassen wir aus heute. Ja, könnte hier tagelang stehen bei dem Wetter, ne? Es ist traumhaft. So, und ab hier ist dann auch alles italienisch, ne? Klar, darunter geht's ins Tessin und
darüber nach Uri. Da spricht man Deutsch und da spricht man Italienisch. Und jetzt gehen wir mal da hinten zu dieser Kapelle. Tatsächlich eine Kapelle. Aber zu. Oder? Das ist eine Grabstätte. Sieht ja an einer Grabplatte aus, ne? Glocke. September 1799. Tja, findet leider nichts bei Wikipedia unter dem Stichwort Kapelle am Gotthard, weil es da oben noch eine große Kapelle gibt, die vor ein paar hundert Jahren erbaut wurde. Aber hier von dem Ding scheint mir dann doch eine Grabstätte zu sein. Wunderschön heute Morgen. Ja, ein fettes Dankeschön an den Kanton Uri bzw. Tessin, dass wir hier noch frei stehen dürfen. Ist nicht mehr selbstverständlich hier in der Schweiz. Rund um die Gemeinde Andermatt ist mittlerweile schon Campen verboten, also freistehen verboten. Und viele andere liebgewonnene Spots nehmen jetzt mittlerweile 15, 20 Franken. Aber hier am Gotthard geht's noch. Deshalb bitte räumt euren Müll weg, verlasst die Plätze so, wie ihr sie vorgefunden habt. Vielleicht sogar noch einen Ticken besser. Und dann wird das vielleicht noch ein paar Jährchen so gut gehen. Aber da ist er nicht. Er poltert hier hinten. Gehen wir mal gucken. Da poltert er. Oh, in kurzer Hose. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben ihn auch heller. Moin. Na? So, jetzt kommen wieder diese gestellten Aufnahmen, wo wir so tun, als würden wir richtig Abschied nehmen. Boah, mitten in der Sonne. Und es wird uns nie wiedersehen. Aber dieses Jahr sehen wir uns nicht mehr. Nö, vermutlich nicht mehr. Vermutlich nicht, ne? Das wird wohl Ende Gelände sein. Ja, weil er fährt ja wohin, was ich noch nicht sagen darf. Und, genau. Mach's gut. Dann müssen wir mal gucken. Ja. Du auch. Ja. Pass auf dich auf, werd wieder fit. Gute, ja, dir auch gute Besserung. Und wir wissen ja, wo wir uns finden, wenn was ist. Wir sind ein bisschen krank, beide. Ja. Daher etwas verschnupft. Wir fahren das aber noch zusammen nicht die runter, Tränen. Ne? Ja, ja, ja. Wir ich fahr dir nach. Die ja, Schöllner. Du musst aber erstmal losfahren, sonst komm ich nicht raus. Du kommst nicht raus? Hm. Wieso nicht? Keine Lust heute rangieren. So früh am Morgen in der Sonne. Jo. Kriegst du die Augen nicht auf. Macht's gut. Wir sehen uns. Ciao. Tschö. So, da bin ich nochmal zum Schluss unserer Reise. Ihr habt die Bilder oben von Andermatt gesehen. Ist das noch schön mit diesen ganzen Bettenburgen, die da hochgezogen werden? Ich will sie gar nicht erst Hotels nennen. Naja, egal. Ich will nicht mehr viel reden heute. Ich sage lieben Dank fürs Zusehen. Wir fahren jetzt noch 579 Kilometer bis nach Hause. Der Hümer und ich, alles gut gelaufen. War ein tolles Wochenende mit den beiden Jungs. Und wenn ihr Spaß hattet, dann lasst uns einen Kommentar da, gebt uns einen Daumen nach oben. Abonniert auch vielleicht mal den Kanal. Sind immer noch gut 60%, die Videos gucken, ohne ein Abo dazulassen. Da ist also noch Luft nach oben. Ich sage lieben Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.